Kommen wir nun zum Cordon Bleu. Zuerst heißt es natürlich Schnitzel klopfen. Dann würzen wir mit Pfeffer und Salz, eventuell auch Paprika. Belegen die Schnitzel mit einer Scheibe Schinken und einer Scheibe Emmentaler. Klappen alles zusammen. Jetzt panieren wir das Ganze in Mehl, Ei und Semmelbrösel. Anschließend braten wir alles in einer großen Menge Öl in der Pfanne an, sodass unsere Cordon Bleu den perfekten Gargrad erreichen. Wisst ihr eigentlich, wo der Name Cordon Bleu herkommt? Genau weiß man das ja nicht, aber es gibt eine Legende dazu. Früher gab es einen Preis für die schnellste Atlantiküberquerung mit dem Schiff. Ein sogenannter Blauer Bandpreis. Ein Kapitän hat es auf jeden Fall bekommen oder hat es wieder zurückgewonnen damals und hat einen Schweizer Koch beauftragt, er soll ihm was mit Käse machen. Cheese. Der Schweizer Koch hatte aber anscheinend schon dünne Scheiben aus Kalbfleisch geschnitten und hat dann ein bisschen rumgetüftelt und hat den Käse dann in die Scheiben rein und das Ganze paniert. Dieses Gericht ist anscheinend richtig gut bei den Gästen angekommen. Und aufgrund der Preisverleihung, ja, wo dieses blaue Band verliehen worden ist, ist es dann in das Gericht übergegangen, dieses Cordon Bleu. Und so soll praktisch die Namensgebung oder der Name dieses Gerichtes entstanden sein. Sobald das Cordon Bleu eine goldbraune Farbe hat, ist es fertig. Kommen wir zur Beilage. Zu einem Käsegefängnis passt natürlich Käseüberbackenes perfekt. Für ein schnelles Kartoffelgratin kochen wir ein paar Kartoffeln. Danach pellen wir sie, schneiden sie in Stücke und drapieren sie in eine Auflaufform. Jetzt geben wir ein wenig Sahne in eine Schüssel, schmecken diese mit Salz, Pfeffer und etwas Muskat ab, gießen diese über die Kartoffeln und streuen geriebenen Käse darüber. Das Gratin legen wir in den Ofen oder Grill, bis die Kartoffeln mit dem Käse überbacken sind. Jetzt nur noch anrichten und genießen.